Ja, die Dschungel hier sind echt unspektakulär. Und ich würde sagen, das hier dürfte jetzt ungefähr die Folge 99 sein. Leute, 99 Folgen wieder mal nach 300 Minecraft-Folgen auf der Xbox. Über 300. Haben wir jetzt fast wieder die 100 erreicht. Das finde ich nice. Hat was. Mal gucken, wie viel wir erreichen werden. Hier auf der PS4 ist es ja doch ein bisschen anders nochmal. Es gibt ja doch mehr zu erkunden. Die Welt ist größer. Und wir haben unseren Dschungeltempel noch gefunden in der Level 99. In der Folge 99, liebe Freunde. Indiana Spooky zieht den Hut wieder auf. Und wie schön der hier liegt. Das ist ja optimale Location ist da unten. Ja, es sieht aus wie ein Dschungeltempel, auf jeden Fall. Ich war zwar bis jetzt erst in ein paar, aber ich sag mal, der sieht so aus. Und wisst ihr, was auch optimal ist, dass wir überhaupt keinen Platz im Inventar haben. Deswegen machen wir jetzt mal hier das da. Und wie gesagt, ich habe da auch nicht viel gemacht. Wo sind die Behutsamkeitshacke? Ah, hier, gut. Glück gehabt. Den ganzen Schrott mal hier rein. Das Fleisch machen wir auch rein. Wir holen uns nämlich das hier Steak, das 32, das Reservesteak. Dass wir einfach ein bisschen mehr haben. So, ansonsten können wir, glaube ich, nichts reinmachen. Doch, das Leder war noch drin. Okay, cool. Dann haben wir ja wenigstens ein bisschen Platz. So viel sollten wir in dem Dschungeltempel ja auch nicht finden. Und da gucken wir, dass wir den jetzt klären. Ich schreibe mal die Koordinaten aber noch auf. D, Tempel. Dass wir die auch noch haben, falls wir nochmal hierher wollen. Weil mir gefällt der gerade so gut, wie er da steht. Und deswegen ist das vielleicht gar nicht so verkehrt. Die Karte, wow. Hat auch ein cooles Design. Also X809. ...1054. Oh, da haben wir doch noch einen weiteren Rückweg vor uns. Das kann sein, dass wir das gar nicht mehr schaffen. Hier los. Was ist denn das? Eichensetzlinge, okay. Tschüss. Und da sind wir im Tempel, liebe Freunde. Und die sind ja, die haben ja ganz andere Mechanismen drin, als jetzt nochmal so ein. Das war irgendein. Ah, nee. Ich dachte schon, ich hätte einen Mechanismus ausgelöst. Das ist ein Skelett. Skelettwächter. Kein Problem für Indiana Spooky. Fackeln ausrüsten hier mal. Nochmal ein bisschen Licht. Oh, und hier gibt es verdammt viel bemoosten Pflasterstein. Den würde ich auch gerne mitholen. Vielleicht bauen wir in Folge 100 den Tempel ab. Gibt es hier irgendwo. Ah ja, genau. Stolperdrähte. Holen wir mit. Hier ist eine Redstone-Leitung und hier ist. Ah, ja. Der Dispenser. Der auf uns geschossen hätte, wenn wir über den Stolperdraht gefallen wären. Aber wir sind ja geübt da drin. Alte Archäologie-Studenten. Und hier ist wieder ein Dings, da ist nochmal ein Stolperdraht. Ich habe den Dispenser schon gesehen. Ja, falls man die Truhe sieht, direkt drauf losstürzen will, na, dann. Ich habe ihn gerade aktiviert. Wieso? War hier auch eine Druckplatte? Ah, ne, hier, guck mal, man kann den aktivieren, wenn man. Warum kriege ich das Ding nicht weg? So, jetzt aber. Ruhe. Ist jemand von euch vielleicht schon mal von so einem Dispenser erschossen worden und war auch wirklich tot? Das wäre ja wohl. ja, sorry. Ich wollte nicht lachen. Aber das wäre wohl das Schlimmste, oder? Man freut sich, dass man so einen Dschungeltempel gefunden hat. Ein Dschungeltempel? Und dann wird man vom Dispenser erschossen. Dann würde ich aber, glaube ich, ausflippen.
So, was haben wir denn hier drin? 5 Gold, 7 Gold. Wunderbar. Aber das ist ja nicht das Einzige. Normal müsste hier noch irgendwo ein Hebelsystem sein. Komm, die Truhe holen wir uns auch gerade mit. Noch haben wir ja ein bisschen Platz. Mit was war die hier verbunden? Ah, ne, das war der Dispenser. Okay, ja, klar. Normal gibt es hier noch irgendwo ein Hebelsystem. Da müssen wir jetzt mal gucken. Ah, ja, hier, genau. Ich weiß nicht genau, wie die funktionieren. So nicht. So auch nicht. Ah, müssen alle drei einfach nur runterschalten, oder? Dann haben wir nämlich hier irgendwo einen Geheimgang geöffnet. Haben wir aber nicht, oder? Also ich sehe keinen Weg, der sich geöffnet haben könnte. Außer hier raus. Falls hier nicht schon war. Ne, der hatte... Da sind wir ja reingekommen auch. Wollen wir nochmal probieren. Jetzt hat sich was verändert. Ah, hier. Hier hat sich was verändert. Jetzt hat sich nichts verändert. Mal die Kombination. Ja. Da haben wir ihn. Den geheimen Gang zu einer Diamantpferderüstung. Okay, das kann man haben. Das ist ja gar nicht mal so verkehrt. Die Truhe nehmen wir wie immer wieder mit. Und wisst ihr was? Die Kolben, die nehmen wir auch mit. So, ich glaube, das waren aber auch die Geheimnisse des Dschungeltempels jetzt hier. Weil die Kolben, das ist cool, dass wir die schon haben. Brauchen wir sie nicht mehr zu bauen. Also los, warum kann ich die nicht aufnehmen? Achso, das hier sind Haftkolben. Haben wir noch nicht im Inventar. Ja, Birkensetzling. Oh, wenn wir jetzt schon Dings gesammelt haben, hier Redstone, da können wir ja auch noch Redstone mitholen. Wir haben die Koordinaten aufgeschrieben. Wir können hier zurückkommen, wenn wir Bedarf nach bemoosten Pflasterstein haben. Weil ich möchte den jetzt nicht abbauen. Das reicht nicht mehr von der Folgenlänge her. Haben wir überhaupt schon bemoosten Pflaster? Ah ja, wir haben schon drin. Also können wir gerade wenigstens hier noch ein bisschen, um an die Dings ranzukommen. Beziehungsweise wir können jetzt auch noch gerade so viel abbauen, dass wir den, dass wir einen Stick dabei haben. Und dann begeben wir uns direkt auf die Rückreise. Das heißt, wir sollten den bemoosten Pflasterstein mal hier hinlegen, dass wir das sehen. Okay, wenn wir den Tempel aber so abbauen, dann brauchen wir hier gar nichts mehr zu machen. Dann ist es nämlich kein Tempel mehr. Aber egal. Ich will einfach die Steinchen haben. Ich meine, es bringt ja auch nichts, wenn der Tempel jetzt da steht. Wir bauen unseren eigenen Tempel, das ist sowieso schöner. Aber es war cool, den jetzt zu erkunden, fand ich mal. Finde die ein bisschen interessanter als die Wüstentempel. Aber auch nur ein bisschen. Ist jetzt ja auch nichts Spektakuläres. Und die Funde waren jetzt auch nicht so atemberaubend, dass man sagen müsste, ja, die würden sich unbedingt lohnen. So, dann machen wir uns jetzt auf die Heimreise. Ich werde vor der Folge 100 dann wieder das Inventar natürlich managen. X-Richtung müssen wir hier hin. Z-Richtung müssen wir... Nee, genau hier hin. Also müssen wir so schräg laufen. Na, achso, der Tempel geht ja noch bis hier oben, ne? Ich weiß nicht, ob da vielleicht noch was drin ist. Aber das lassen wir jetzt. Habe eh keinen Platz im Inventar.
Z-Richtung müsste eigentlich viel schneller geringer werden. Das ist momentan ein bisschen blöd, weil ich nicht so laufen kann, wie ich gerne würde. Aha, jetzt geht's ein bisschen. Aber immer noch nicht so wirklich gut. Wir müssen hier endlich mal aus dem Gestrüpp rauskommen. Aua. Habe ich gerade einen Dorfbewohner gehört? Hier gräbt sich einfach seinen Weg geradeaus durch. Wie war das? Ist da kein Weg? Da machen wir uns einen. Wie war der Spruch nochmal? Keine Ahnung. Komme ich jetzt nicht drauf. Ich will auch runter von den Bäumen hier. Obwohl es gerade gut war, konnten wir schön nutzen. So, dass wir bald zu Hause sind. Denn die Folge 99 dürfte sich auch so langsam dem Ende zuneigen. So ungefähr. Ja, Leute, jetzt habt ihr das erlebt. Jetzt haben wir einen Wüstentempel, einen Dschungeltempel. Angeblich soll es ja auch noch sowas geben wie einen Unterwassertempel. Das weiß ich natürlich nicht, ob das in der Konsolenversion auch schon drin ist oder ob es das wirklich auch gibt. Das war, hat nur jemand kommentiert mal. Meine ich. Zumindest mal. Wenn ihr genaueres wisst, dann seid ihr natürlich. Dings ist kein richtiger Tempel, sondern eher so eine Festung oder so, die man dann zufällig entdeckt. Boah, was ist denn das hier? Ach so, das wirkte so anders. Das wirkte so, als wäre hier nichts. Zuerst. Ah, ich habe vergessen, das Gamma hochzustellen, weil auch gesagt wurde, dass das Bild eventuell ein bisschen zu dunkel ist, gerade im Wasser und so. Na gut, wir sind jetzt nicht meistens unter Wasser, aber in der Nacht ist es auch ziemlich dunkel. Hier auf der PlayStation 4, auf meinem Fernseher, da kommt es nicht so dunkel rüber. Ich gucke, dass ich das vielleicht nachträglich bearbeite, wenn es mal irgendwie möglich ist, ohne das Bild zu sehr unschön zu machen. Oh, eine Schlucht. Aber ich lasse mich nicht verleiten. Nein, ich lasse mich nicht verleiten. Ihr könnt mich alle mal mit euren ganzen Verleitungen hier immer diese die Sünden. Es ist was. Es sind noch ein paar Blöcke zu gehen. Aber wir nähern uns mit schnellem Tempo unserer Heimat. Wenn das Wasser hier nicht überall wäre. Aber hier kann es sogar sein, dass wir hier Leben gesammelt haben. Weiß nicht, es sieht alles so ein bisschen anders aus mit dem Texture Pack. Auch irgendwie bekannt vor. Kann es aber jetzt nicht 100% sagen. Aber so weit ist es ja auch nicht mehr bis zu Hause, bis nach Hause. Es sind noch, ja, 400 Blöcke. Nicht ganz mehr. Von daher könnte das schon hinkommen. Am besten wäre jetzt natürlich auch ein Boot, aber haben wir nicht. Ist das hier Eis oder Wasser? Ja, das ist Eis, okay. Cool, wenn da schon das Schneegebiet ist. Da können wir ein bisschen jumpen. Das Wandern ist des Spookys Lust. Ah, ja, springen, ne? Im Sprinten, das soll ja noch schneller sein. Habe ich auch die letzte Zeit viel zu sehr vernachlässigt.
Aber da oben sehe ich doch unsere Hütte. Und das ist gerade gut, denn die 15 Minuten sind circa rum. Dann haben wir ein bisschen, ja, klein bisschen Verlängerung, klein bisschen längere Folge, aber alles im Rahmen. Oh Mann, im Gegensatz zu dieser Creeper-Menge, die da oben steht. Das finde ich gar nicht im Rahmen. Hat er uns gesehen? Ja, ne? Ja. Mach dich weg. Arsch. Viel zu nah in unserem Lager. Wow. Das für Geräusch gewesen. War das der Todesschrei des Creepers? Psst. Das Schweigen der Creeper. So. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Mal gucken, was wir in der Folge 100 machen. Ob das schon vor der Pause ist oder nach der Pause, kann ich jetzt nicht versprechen. Es kann sein, dass ich vor der Folge 100 schon die Pause mache. Dann habt ihr die Möglichkeit, auch in die Comments zu schreiben, was wir in Folge 100 machen sollen. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Spooky4F mit Minecraft auf der PS4. Bye, bye, bye. Und dem Halloween-Mashup-Paket.